Das hier ist Jensi, Jens Spahn, unser Gesundheitsminister. Und ich habe was rausgefunden, das glauben alle gar nicht. Weil Jensi hat nämlich heute Morgen im Fernsehen gesagt, wir haben hier in Deutschland kein Problem mehr mit Masken. Und da sage ich, hä? Ich verkaufe die Dinger. Wir haben Riesenprobleme. Und dann fiel mir auf, Mensch, der Jensi, der sagt ja auch so ganz andere Dinge in die Kamera. Der will ja zurzeit, dass jeder von uns so eine App auf dem Handy hat, weil Corona ja so schlimm ist. Und dann muss er ja die Abstände mit dieser App messen und nebenbei so ein paar Daten ziehen. Eigentlich alle Daten von uns ziehen. Weil Daten ist ja heutzutage das Wertvollste, was wir von euch geben könnt. Aber dann wisst ihr alle da draußen ja noch gar nicht. Aber ist egal, pass auf, was habe ich denn rausgefunden? Jensi hat vor Jahren mal eine Lobbyagentur gehabt. Der gute Jens, unser Gesundheitsminister. Und Lobbyagentur, was war das noch? Das war das, wo unser ehemaliger Gesundheitsminister letztens ja noch gesagt hat, Mensch, ja, die drücken von da oben mit dem Pharmakonzern zusammen und die diktieren uns eigentlich vor, welche Gesetze wir so verändern müssen, damit die da oben wieder ein bisschen mehr Kohle verdienen. Wenn jetzt aber der Gesundheitsminister da oben auch noch drin rumhängt, ja, was ist denn dann los? Schauen wir uns das doch mal an. Ich musste mir dazu ein paar Notizen machen, weil da sind alles Leute, das glaubt ihr gar nicht. Pass auf, Jensi hat das Ding mal gegründet, war eine GbR damals, mit seinem Kumpel Max Müller und noch so einem anderen. Wer ist Max Müller? Max Müller ist CSO gewesen seit 2013 bei Doc Morris und hört jetzt zum 30.04.2020 dort auf, um hochdotierter Manager zu werden. Wo? Bei der Firma Bayer, einem Pharmakonzern. Jensis alter Kumpel, da gibt's ja gar nicht. Und warum ist das nie jemandem aufgefallen, dass Jensi mit dem so eine Agentur gegründet hatte? Weil er ganz gut aufgepasst hat bei seinen Anteilen. Er hat nämlich nur 25% an dieser GbR gehabt. Und hätte er 26 gehabt, hätte er das nämlich dem Bundestag melden müssen. Deswegen hat er gesagt, lass mal, 25, da passt schon. Teilen wir hintenrum irgendwie schon gerecht auf das ganze Thema. Und weil er eine GbR hatte, muss er nämlich auch niemandem sagen, was die so für Geschäfte machen und was das so für Kunden sind. Dass das alles nur Kunden aus der Medizin- und Pharmaindustrie sind. Zum Beispiel auch der japanische Konzern Shionogi, einem japanischen Hersteller, der mit der Firma Roche kooperiert. Und was stellen die her? Dreimal dürft ihr raten. Arzneimittel gegen Viren. Und wer ist Manager? Wer ist Chef dieser ganzen Firma? Dreimal dürft ihr raten. Wieder ein Kumpel vom Jensi. Ein Deutscher. Markus Leik-Dieken. Markus Leik-Dieken. Vorher bei Ratiopharm und sowas. Aber den Namen haben wir doch letztes Jahr auch schon mal gehört. 2019, da war noch das Thema Gematik. Elektronische Krankenakte. Ah, wieder Daten ziehen. Daten. Kranke. Komm, in der heutigen Zeit alles okay. Aber damals hat der Jens schon gesagt, pass auf, wir ziehen die Daten und das Bundesgesundheitsministerium, das muss auf diese Daten zugreifen können, die müssen uns gehören. Ja? Und da mache ich jemanden zum Chef dieser Abteilung. Und wen? Sein Kumpel, den Pharma-Manager, Markus Leik-Dieken. Und die alle, Gesundheits-, Pharma-Lobby und der Chef da oben, alle hängen so unter einer Decke und wollen jetzt eine App, weil wir 1,50 Meter Abstand gewährleisten müssen mit dieser App. Merkt ihr was?